Aber Herr Professor Mangold, es ist doch immer wieder der Eindruck, dass es muss erst was passieren, dass die G7 überhaupt reagieren. Die USA haben jetzt zugesagt, dass sie weitere moderne Luftabwehrsysteme liefern wollen. Und Deutschland liefert heute dann wahrscheinlich oder in den kommenden Tagen das erste IRIS-T-System. Also das hätte man tatsächlich doch besser koordinieren können und müssen. Wir haben einen Krieg seit 229 Tagen. Ja, zweifellos. Das ist ein grobes Versäumnis. Aber das hängt auch damit zusammen, dass nicht alle Regierungen des Westens, auch wenn sie sich nach außen geschlossen geben, sich wirklich einig sind, wie weit die Hilfe an die Ukraine gehen soll. Da gibt es Regierungen, die sind der Ansicht, man dürfe nichts tun, was eine weitere Eskalation, vielleicht am Ende sogar eine nukleare Eskalation herbeiführen könnte. Und deswegen müsse man die Kriegsziele für die Ukraine minimalistischer definieren, als das die ukrainische Führung will. Und dann gibt es andere Regierungen, die sagen, nein, wir müssen die Ukraine so weit unterstützen, dass sie es tatsächlich schafft, alle russischen Truppen aus dem gesamten Territorium der Ukraine zu vertreiben. Und in diesem Dilemma bewegen sich die Regierungen des Westens. Und das erklärt zum Teil eben auch die deutlich und stark verzögerte Reaktion bei der Lieferung von essentiellen Waffensystemen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.